Schaut mal, was ich hier gestern aus dem Kaugummiautomaten gezogen habe. Ein Flummi, nicht so spannend, und einen Ring. Ja, der glitzert so schön golden, der ist doch bestimmt was wert, oder? Ja, deshalb werde ich diesen Ring mal jetzt per Wertlogistiker Intex an meinen Kollegen Marco schicken. Der soll den mal in Augenschein nehmen, ob der wirklich wertvoll ist. Das Besondere bei Intex, der Abholfahrer wird ein sogenanntes Safebag mitbringen, worin ich den Ring verstaue. Safebag ist quasi eine Plastiktüte, die man nicht beschädigungsfrei öffnen kann, nachdem sie einmal verschlossen wurde. Also Marco als Empfänger würde es merken, wenn sich unterwegs da jemand an diesem Safebag zu schaffen macht. Das kann man, wie gesagt, nicht öffnen, ohne dass es Spuren hinterlässt. Und jedes Safebag hat eine aufgedruckte individuelle Nummer. Diese Nummer wird mir als Absender mitgeteilt, wird auf der Paketübernahmequittung vermerkt. Ich teile die Nummer dann Marco mit und er kann bei Zustellung prüfen, ob das Safebag wirklich mit der Nummer übereinstimmt, die mir mitgeteilt wurde. Dadurch kann man ausschließen, dass unterwegs auf dem Transportweg ein Austausch stattfindet, also dass mein wertvoller Ring gegen irgendetwas Wertloses ausgetauscht wird. Ja, bezahlt habe ich 32,01 € Porto für ein 1-Kilogramm-Paket. Mit 200 € Wertangabe. Ich hätte auch bis zu 1.000 € Wert angeben können, ohne dass sich das Porto erhöht. Erst bei über 1.000 € steigt auch das Porto aufgrund der höheren Transportversicherung. Und wer noch mehr Geld ausgeben möchte, kann bei Intex auch viele Zusatzoptionen buchen, wie zum Beispiel die Zustellung am Fixtermin mit 30 Minuten Zeitfenster. Günstiger wird es, wenn man ein weiteres Zeitfenster wählt, mit zum Beispiel einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Je weiter das Zeitfenster, desto günstiger das Porto. Außerdem kann man buchen, wenn man möchte, Samstagzustellung. Normalerweise stellt Intex nur von Montag bis Freitag zu, ein Tag Regellaufzeit übrigens. Man kann auch Nachname buchen oder Zustellung, persönliche Übergabe oder auch persönliche Übergabe mit Identprüfung, mit Ausweisprüfung. Bezahlen kann man mit PayPal oder Klarna und so sieht das Label aus, also oben das Label, unten die Übernahmequittung. In beides wird noch die Safebag-Nummer eingetragen, morgen, wenn der Abholfahrer bei mir vorbeikommt. Und jetzt muss ich den Ring noch transportsicher verpacken, denn das Safebag ist keine transportsichere Verpackung. Dafür muss ich selber sorgen, ich werde den Ring noch in eine Luftpolstertasche hineintun, dann ist er vor Beschädigungen geschützt. Es ist Mittwoch, kurz nach 10 und der Abholfahrer war gerade da, sehr professionell. Er hat sich mit seinem Intex-Firmenausweis ausgewiesen. Ja, er hatte auch ein Safebag dabei. Wenn ihr als Privatkunde bei Intex bucht, dann bringt der Fahrer immer ein Safebag mit. Ja, und dann wusste ich eigentlich, was zu tun ist, Ware in Safebag, Nummer des Safebags notieren, aber irgendwie war ich in der Eile doch überfordert, hat der Fahrer gemerkt, hat er mir ein bisschen geholfen. Der Ablauf ist wie folgt, man notiert zuerst die Nummer des Safebags auf dem Paketaufkleber und auf der Übernahmequittung. Dann kommt die Ware in das Safebag hinein. Das Safebag hat noch so eine durchsichtige Hülle. Da kommt der Frachtschein hinein, der Paketaufkleber. Was der Fahrer mir nicht abnehmen kann, ist das Verschließen des Safebags. Das muss immer der Kunde selber tun, hat er mir gesagt. Ja, einen Handscanner hatte er nicht dabei, deswegen gibt es noch keinen Eintrag im Tracking. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es ist 23 Stunden später und die Sendung wurde gerade zugestellt bei Marco in Wuppertal durch einen örtlichen Kurier, 24 Logistics heißt der. Ich blende euch hier mal die Sendungsverfolgung ein, ist nicht sehr aussagekräftig. Gestern erschien aber mit einigen Stunden Verzögerung noch der Abholscan bei mir aus Hamburg. Heute der Zustellscan erschien quasi in Echtzeit im Tracking, denn der Zusteller hatte einen Handscanner dabei. Ja, Marco hat dann zum Kurier noch gesagt, es handelt sich um eine Wertsendung und dann wusste der Kurier auch gleich, worauf Marco hinaus will, nämlich auf den Abgleich der Safebag-Nummer. Ich blende euch hier mal Fotos ein vom Safebag. Ja, der Zusteller hat Marco die Safebag-Nummer gezeigt, er hat sie verglichen, stimmt überein, alles in Ordnung. Ja, wer jetzt auf die Idee kommt, auch mal mit Intex zu versenden, Vorsicht, es gibt bei dem Unternehmen viele versteckte Preiszuschläge, blende ich euch hier mal ein. Also wenn irgendetwas schiefläuft, fehlgeschlagene Abholung, fehlgeschlagene Zustellung, Adressänderung, Auftragsstornierung, alles kostet extra. Deshalb ist Intex nichts für den Alltagsversand, aber wer mal etwas Wertvolles versenden will mit hohem Sicherheitslevel, da kann ich Intex empfehlen. Ja, fandet ihr das Video interessant, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal namens Paket da.